Wir gucken uns aber jetzt erstmal ein spannendes Video an. YouTube zerstört meinen Kanal, ja? Oh, nice. Alter, oh, das ist eine geile, also eine geile Perspektive von hier drüben. Das ist ja Wahnsinn. Oh, shit. Ja, wir gucken uns jetzt hier gleich ein neues Video an. Von so einem YouTuber, der heißt KekTV. Ach nee, KuchenTV heißt das. Ach, lol. KuchenTV heißt das. Okay. Ach ja, und Freunde. Das Video kenne ich, ist echt hart, wie sie Tim fertig machen. Das Ding ist, Niklas, ich bin jetzt gespannt auf. Ich denke, es geht wieder um die Entmonetarisierung. Das Ding ist irgendwie, der hat doch vor zwei oder drei, oder vor zwei Wochen hat er doch gesagt, dass bei dem alles glatt läuft, dass YouTube gerade richtig gönnt, dass sie richtig, richtig gönnen. Also wirklich richtig, richtig gönnen. Maschallah, sehr, sehr krass gönnen. Egal, was er für einen Videotitel nimmt, alles ist grün. Und jetzt ist wieder erstmal per se alles gelb, wie es bei mir übrigens auch der Fall ist. Ja, und jetzt raged er wieder komplett rum. Das ist absolut nice. YouTube könnte ein so toller Ort sein. Allerdings gibt es ja seit einiger Zeit dieses Symbol hier. Und ich kann euch beweisen, dass YouTube langsam... Okay. Hat er jetzt überhaupt ein Symbol eingeblendet? ...Ort sein. Allerdings gibt es ja seit einiger Zeit dieses Symbol... Das Symbol wurde nicht eingeblendet. Das finde ich wild. Ja, gutes Symbol am Anfang. Okay. Hier. Und ich kann euch beweisen, dass YouTube langsam aber sicher meinen Kanal kaputt machen möchte. Denn es gibt auf meinem Kanal immer mal wieder Phasen, wo ich von der gelben Welle überrollt werde. Und damit meine ich keinen Golden Shower. Ich kann euch halt in diesem Video wirklich einfach beweisen, dass YouTube offensichtlich einfach was gegen meinen Kanal hat. Und das komplett unbegründet. Denn wenn man hier Videos hochlädt, dann werden die direkt von einem Bot geprüft. Und der sagt dann, ob du Geld damit verdienen darfst oder nicht. Das ist immer ein Spaß zu sehen, was für tolle Sachen sich YouTube für die Creator so ausdenkt. I give you Creator Support! Yeah! An sich. Also, das Ding ist, Bro, ich fühle das auf jeden Fall. Ich hatte das auch eine ganz lange Zeit und ich habe das auch immer oft. Also wirklich, YouTube gönnt da wirklich gar nicht gut. Aber ich glaube, er hatte das jetzt die letzte Zeit, hatte der das doch kaum. Das war doch jetzt bloß bei zwei Videos der Fall. Wo er das viermal hochgeladen hat und erst beim vierten Mal war es grün. Dachte ich. Ich bin echt gespannt, was er jetzt hier für Beweise zeigt. Ja, doch, er zeigt auf jeden Fall Beweise. Aber ich dachte, das war jetzt bloß bei seinen letzten zwei oder drei Videos der Fall. Habe ich da tatsächlich auch gar nichts dagegen. Wenn tatsächlich werbeunfreundliche Videos gelb sind, dann geben einige Werbepartner hier eventuell mehr Geld aus, weil sie wissen, dass sie vor guten Videos geschaltet werden. Und das kommt ja im Endeffekt auch mir wieder zugute. Bei einigen Videos von mir verstehe ich auch komplett, warum die gelb sind, beziehungsweise habe die auch selber so eingereicht. Beispielsweise das über Katja oder das über die Spiegel-TV-Reportage. Er hat das wirklich gelb eingestuft, okay? Ey, das ist so richtig zum Kotzen, wenn du Videos gelb einstufst. Richtig zum Kotzen. Weil du weißt ganz genau, du wirst damit halt nicht wirklich Geld verdienen. Aber ich habe auch schon so oft, richtig eingestuft. Es wurde gelb geschalten und dann stand auf einmal da, ja, sie haben ganz oft ihre Videos falsch eingestuft. Und ich denke mir so, wollt ihr mich komplett verarschen? Ihr habt es nicht mal geprüft. Und dann sagen die, ja, manuelle Prüfung wurde schon abgeführt oder durchgeführt. Es ist trotzdem gelb. Und man sieht halt gar nichts in diesem Video. Nicht ein was Schlimmes. Also das ist immer so hart. Es ist einfach so hart. Ich meine, genauso hart wie diese Unterlage, Alter. Ich verstehe das. Ich weiß nicht, was bei YouTube das große Problem ist. Das Lustige ist, ich habe das ja direkt gelb eingereicht, wollte es aber trotzdem einfach mal überprüfen lassen. Naja, darauf warte ich jetzt zwei Monate. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt. Okay, aber nun mal zu meinem jetzigen Problem. Dann sagen die noch extra, dass große YouTuber erstmal geprüft werden. Bei KuchenTV, der wartet zwei Monate und der hat 1,16 Millionen Abonnenten. Ah, alles klar, Bruder. Es gibt bei YouTube seit neuestem das System, dass du deine Videos im Vorfeld schon selber einranken kannst. Dafür gibt es diesen Fragebogen da kannst du alle möglichen... Ey, hat der vier Videos vorproduziert? Wenn ja, ist das krass. Nee, das sind, glaube ich, immer die gleichen Videos. ...möglichen Sachen einordnen, je nachdem, was in deinem Video vorkommt oder halt nicht. Dieser Fragebogen macht halt keinen Sinn, weil einige Sachen davon sorgen nicht dafür, dass dein Video gelb ist. Drastisch und detaillierte Darstellung oder Thematisierung von Missbrauch, Kauf, Herstellung, Verkauf oder Beschaffung von Drogen oder Drogen... Ja. ...sondern eigentlich gegen die Richtlinien verstößt. Also super gemacht, YouTube. Leider ist dieser Fragebogen auch komplett unnötig. Aber und man kann sich das auch eigentlich sparen, den auszufüllen. Denn danach überprüft nochmal ein Bot für ungefähr 20 Minuten das Video. Ich schätze mal, dass der schaut, ob da irgendwelche bösen Wörter drin sind, irgendwelche nicht werbefreundlichen Bilder oder halt solche Sachen. Dieses System... Eigentlich krass, dass es ein System gibt, was erkennen kann, ob es ein böses Wort ist oder nicht. Und das Problem ist, dieser Bot ist so fucking fehlerbehaftet, ist richtig unangenehm. Ist allerdings wirklich der letzte Schrott. Denn mega viele Videos von mir werden in letzter Zeit gelb gerankt, ohne dass überhaupt eine Überprüfung stattgefunden hat. Es steht halt wirklich bei 1% und dann ist es fertig und gelb. Hä? Das war zum Beispiel bei meinem... Das würde ich jetzt so nicht behaupten. So, wo es um Ellie und dann ist es fertig und gelb.
Hä? Das war zum Beispiel bei meinem Cake News so, wo es um Ellie und das RBB-Statement gegangen ist. Das war halt einfach ohne Überprüfung gelb. Ich habe dann wirklich 2 Stunden dran gesessen und das Video immer wieder ungeschnitten, weil ich mir überlegt habe, okay, warum könnte das denn jetzt gelb sein? Hat das übrigens auch nichts gebracht. Jede zensierte Version war ebenfalls werbeunfreundlich. Dann habe ich das Video manuell prüfen lassen und nach einer Nacht war es komischerweise dann doch grün. Hm, wer hätte das gedacht? Ja, das gleiche war übrigens bei mir, bei Attila Hildmann bei diesem Video so. Ich habe dort alles drin gelassen. Ja, also nicht, beziehungsweise ich habe alles zensiert und ich habe zum Beispiel das Wort Jude oder sowas, habe ich nicht zensiert, das ist ein ganz normales Wort. Und es war einfach gelb, dann zensiere ich das Wort Jude, weil die bestimmt wieder irgendeinen negativen Kontext darstellen wollten, irgendeinen antisemitischen Kontext oder so, ich habe keine Ahnung. Da habe ich das zensiert, das war einfach grün. Da habe ich mich gefragt, what the fuck, was ist denn bitte los mit dem System? Also was ist bitte los mit dem System? Können doch nicht das Wort Jude... Können die doch nicht einfach entmonetarisieren? Nur weil es in der Geschichte sehr negative Sachen dazu gab. Wirklich jede Folge grün. Was soll YouTube da bitte gefunden haben? Das Ganze ging am Montag auch direkt weiter. Da sollte mein Video zu Valulis online kommen. Allerdings war auch das einfach gelb. Ich habe dann wieder 2 Stunden meines Lebens damit verschwendet, das Video umzuschneiden, alle möglichen bösen Wörter rauszunehmen. Ich meine, ich habe am Ende sogar Dinge wie rechts rausgecuttet, obwohl das ja einfach nur eine Richtung ist. Weil ich nicht wusste, was YouTube... Alter, stell dir mal vor, du machst ein Video über Verkehrsregeln und sowas und sagst dann so rechts vor links. Und YouTube sagt, also das ist ja nur wirklich ein politisches Zeichen. Ich bitte Sie, das ist gelb. Das ist geil, Leute. Ja, das finde ich extrem wild an der Stelle. YouTube da bitte erkannt haben möchte, hat natürlich auch alles nichts gebracht. Alle 3 Versionen, die ich hochgeladen habe, waren werbeunfreundlich. Ja, ich habe mich ja dann dazu entschieden, die Videos halt nicht freizuschalten, bis es überprüft worden ist. Ja, und das man muss allerdings, ich habe mich ja dann... Ich muss allerdings einfach sagen, gebracht. Er hat aber hier auch immer Rufmord drinstehen gehabt. Ich habe gesagt, vielleicht liegt das an dem Wort Rufmord, ja. Weil YouTube mag das nicht so, wenn im Titel Mord steht. Zumindest der KI mag das nicht so. Wenn da im Titel Mord steht, kann es sein, dass die sagen, ah, hier, das hat ja irgendwas mit Gewalt zu tun. Das machen wir erstmal gelb und überprüfen das dann erst später manuell. Und das ist halt schwierig. Deswegen habe ich ihm noch geschrieben, vielleicht liegt es an Mord. Alle 3 Versionen, die ich hochgeladen habe, waren werbeunfreundlich. Ich habe mich ja dann dazu entschieden, die Videos halt nicht freizuschalten, bis es überprüft worden ist. Und das hat YouTube auch bis zum nächsten Tag gemacht. Ey, ich glaube, Tim hat mit diesem Video dann über 2000 Euro verdient, ne? Ich glaube, so war das. Und alle 3 Versionen waren danach grün. Auch die ungeschnittene mit den bösen Wörtern. Danach gab es 2 oder 3 Videos lang keine Probleme und jetzt seit Mittwoch will YouTube mich einfach komplett hops nehmen. Am Mittwoch sollte eigentlich ein Video über eine werbeunfreundliche Person und seinen Mitläufern kommen. Allerdings wurde das auch direkt gelb geschaltet, die zensierte Version. Was? Peinlich lässt er, okay. Und ebenfalls gelb. Ich dachte so, okay, die werden halt über Nacht überprüft und dann lade ich das halt hoch, egal was dabei rauskommt. Die Videos wurden allerdings über Nacht nicht überprüft. Und am Donnerstag habe ich mir dann gedacht, okay, ich lasse die Videos auf nicht gelistet, lasse die noch überprüfen und erstelle einfach ein neues Video. Ich habe dann unter Zeitdruck am Donnerstag ein anderes Kuchen-Talks erstellt, was übrigens mega funny geworden ist. Da geht es nämlich um 2 schlechte YouTuber-Statements. Das wird ein neues Unterformat der Kuchen-Talks. Seid auf jeden Fall gespannt drauf. Allerdings auch das direkt ohne Überprüfung. 2 super mega krasse schlechte YouTube-Statements. Ehre. Gelb. Die zensierte Version ebenfalls direkt gelb. Ich habe halt deswegen weder am Mittwoch noch am Donnerstag ein Video hochgeladen, weil ich das Ganze einfach nicht mehr mitmachen möchte. YouTube hat beide Videos übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos am Freitag um 13 Uhr immer noch nicht überprüft. Erste Video ist seit über 48 Stunden auf YouTube online und wurde bisher nicht überprüft. Wie lange soll das denn bitte dauern? Ich kann ungefähr sagen, wie lange das dauert. Bis so ein Video überhaupt mal überprüft wird. Warte, wann war das eine Video bei mir überprüft, dass das Video zu... Warte, das Video zu Mitreden, was über 140.000 Aufrufe hat, wurde nach einem Monat grün geschalten. Davor war es einen Monat gelb und es hat 140.000 Aufrufe gemacht. Das Ding ging aber mal anders durch die Decke, ja? Also das Video mit... was eine richtig krasse Watchtime hat, was auch richtig viele Aufrufe hat, viel, viel mehr Aufrufe als alles andere, wurde gelb geschalten. Das ist doch richtig nice, ja. Dauern. Das Problem mit dem gelben Videos ist natürlich auf einer Seite erstmal der Verdienst. Mit 400.000 Aufrufen kriege ich bei einem werbeunfreundlichen Video ungefähr 67 Euro. Bei einem vergleichbaren werbefreundlichen Video sind das halt ungefähr 1.400 bis 2.700. Ey, der hat einen 4er RPM. Das ist richtig, richtig stark. 700 Euro. Mein Valulis-Video war ja zum Beispiel erst gelb. Damit habe ich jetzt 2.700 Euro. What the fuck? What the fuck? Leute, no joke. Ich habe gerade ähnlich viele Aufrufe die letzten 30 Tagen
Die letzten 30 Tage. Der hat mit einem Video, mit nicht mal 500.000 Aufrufen. Aber bei mir sieht es gerade so hier aus. Und das, viel Geld, sage ich euch so, wie es ist, kommt durch Kanalmitgliedschaften auch. Guck mal, ich mache mehr Aufrufe als KuchenTV hier. Ne? Der hat hier 490.000, ich habe hier 520.000. Ich habe 1.400 Euro, er hat 2.700 Euro. Das heißt, er hat weniger Aufrufe, macht aber über das Doppel oder macht knapp das Doppelte von dem, was ich mache. Und ich mach's im Monat, Alter. Ich mach's im Monat. Der macht es ja in einem Video. Wenn ich das Video direkt freigeschaltet hätte, hätte ich halt ungefähr 2.600 Euro verloren. Aufgrund eines Fehlers auf der Seite von YouTube. Das Ganze passiert mir halt wirklich mega oft, dass beim Upload die Videos plötzlich gelb sind und nach der Überprüfung grün. Dadurch habe ich halt auf meinem Kanal schon so ungefähr geschätzt 40.000 Euro verloren. 40.000 Euro, weil YouTube einen Fehler nach dem anderen macht. Und ja, ich verdiene gut, aber nicht so gut, dass mir 40.000 Euro egal sind. Auch neben dem Verdienst gibt es da einige Probleme mit der Reichweite. Und zwar werden werbeunfreundliche Videos deutlich weniger vorgeschlagen als grüne Videos, da YouTube damit natürlich kein Geld verdient. Bei mir ist das Ganze noch nicht so mega krass. Bei Just Nero zum Beispiel sieht man genau ab dem Punkt, wo es werbeunfreundlich ist, dass da komischerweise so gut... Ey, aber seine Aufrufzahlen sind richtig krass, ne? Der hat einen Kanal mit 280.000 Abonnenten ungefähr. Junge, die Videos haben, Alter, hier zum Beispiel 400.000 Aufrufe, fünf YouTuber, die schlecht geworden sind. Gerade bei so einem Format, sage ich mal, was du immer machen kannst. Das ist brutal stark, das ist wirklich sehr, sehr brutal stark. Gut, wie keiner mehr draufklickt, auch wenn das Video vorher so nach oben gegangen ist. Sehr, sehr komisch, oder nicht? Was mir zum Beispiel auch mal passiert ist, als ich das C-Max-Video zu dem Airbnb hochgeladen habe, wurde das von YouTube überprüft und es war grün. Danach habe ich das auf geplant hochgeladen und eine Minute, nachdem es freigeschaltet worden ist, war es wieder gelb. Ja. Es ist doch genau das gleiche Video wie vorher, was YouTube überprüft hat. Das ist die größte, also das Schlimmste, was passieren kann in solchen Momenten ist, dass du es veröffentlichst und es wird gelb. In dem Moment, obwohl es grün war die ganze Zeit. Obwohl die es überprüft haben und es ist grün und trotzdem wird es gelb. Das ist am schlimmsten. Deswegen, ich hatte schon öfter das Problem, dass es gelb wurde und ich habe das Video wieder offline genommen. Weil das geht nicht, ohne Scheiß. Du setzt dich 10 Stunden an ein Video, musst noch arbeiten, spielst noch Fußball nebenbei, machst noch Streams nebenbei und du bekommst keinen Cent, weil YouTube sagt, das Video schaltet man einfach trotzdem gelb. Das ist ganz schlimm gewesen. Real Talk. Ich habe das Video dann übrigens gelöscht nach 2 Minuten, habe es neu hochgeladen und dann war es wieder grün. Also verstehe einer dieses YouTube-System. Was ich daran halt überhaupt nicht verstehe. Der YouTube-Bot erkennt ja irgendwas werbeunfreundliches in diesem Video. Warum werde ich dann nicht darauf hingewiesen, was denn überhaupt das Problem ist? Warum gibt es kein Fenster, wo dann zum Beispiel steht, bei Minute 2 Schimpfwort entdeckt, bei Minute 3,50 werbeunfreundliches Bild oder irgendwie sowas? Warum ist YouTube da nicht so transparent und gibt mir die Möglichkeit, meine Videos umzuschneiden, damit sie werbefreundlich sind? Ich habe, wie gesagt, schon stundenlang an Videos gesessen, um irgendwas rauszucutten, wo ich am Ende selber nicht mehr wusste, was will der Algorithmus denn da noch erkennen? Und trotzdem ist es gelb. Was soll das? Ja. So kann ich halt nur warten, bis irgendein YouTube-Mitarbeiter nach, keine Ahnung, einer Woche oder whatever mein Video dann irgendwann mal überprüft hat. Wo ja dann auch nicht mal gegeben ist, dass das dann grün ist. Zum Beispiel mein letztes Facebook-Page ist trotzdem gelb mit der Begründung hasserfüllte Inhalte. Also ist Kritik äußern ab jetzt ein hasserfüllter Inhalt. Good job, YouTube. Dann weiß ich ja Bescheid. Ja, aber das war ja schon mal eine Zeit lang Thematik, dass irgendwie gesagt wurde, Kritikvideos werden von YouTube gebannt oder blockiert. Und genau das ist die Geschichte, die ich so generell auch ein bisschen beobachten konnte, dass einmal Kritikvideos ein bisschen blockiert werden. Auf einmal waren, seitdem dieses ganze System war, waren auf einmal die ganzen Videos gelb. Ich konnte Videos hochladen, wie ich wollte, die waren alle gelb. Ja, auch vor gar nicht allzu langer Zeit, die wurden alle gelb geschalten. Kann mir keiner erzählen, Real Talk jetzt. Ich kann hier sogar einwandfrei beweisen, dass YouTube den Kanal KuchenTV massiv benachteiligt. Und zwar habe ich die beiden werbeunfreundlichen Videos auf KuchenTV einfach mal 1:1, also wirklich zu 100% gleich, auf meinem Gameplay-Kanal Kuchengeschmack hochgeladen. Abonniert den. Ich habe das gleiche Thumbnail genommen, den gleichen Titel, die gleiche Beschreibung und die gleichen Tags. Das Video über die schlechten YouTuber-Statements, gar kein Problem, sofort grün. Das Video über die werbeunfreundliche Person ebenfalls sofort grün. Ja. Wen willst du eigentlich reinlegen? Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Es ist wirklich zu 100% genau das gleiche Video gewesen. Ich habe sogar die unzensierten Versionen genommen, wo Schimpfwörter von den Leuten drin sind, die ich kritisiere. Das interessiert YouTube auf dem Gameplay-Kanal komischerweise nicht. Auf KuchenTV scheint das aber ganz schlimm zu sein. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Bei einem genau gleichen Video, warum können da zwei unterschiedliche Ergebnisse... Das Allerbeste ist aber folgende. Videos werden gelb geschalten. Reaction-YouTuber
reagieren drauf, laden es hoch und das Video ist grün. Wie kann es sein, dass, wenn man drauf reagiert, dass das Video grün ist, wenn das Hauptvideo eigentlich gelb ist? Es geht ja nicht, weil der Inhalt ja von diesem Video, worauf man reagiert, ja werbeunfreundlich ist. Also ist das, was man selber in seinem Video hat, auch werbeunfreundlich. Anders geht's gar nicht. Das kann ja nur werbeunfreundlich sein. Und ich check es nicht. Deswegen, ich verstehe nicht, wie Reaction-Kanäle nicht gelb sein können. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Rauskommt. YouTube lässt es doch genau gleich überprüfen. Also entweder beide Videos sind grün oder beide Videos sind gelb. Warum ist das gleiche Werk auf dem einen Kanal gelb und auf dem anderen Kanal grün? Es macht keinen Sinn. Ja. Vor allem verstehe ich auch nicht, warum YouTube den Kanal KuchenTV so krass auf den Kieker hat. Von meinen letzten 50 Videos waren genau zwei Videos werb. Er hatte ein Video, das war, hatte über 1 Million, war das das Montana Black Video? TV so krass auf den Kieker hat. Von meinen letzten 50... Hier, sag Montana Black, Alter. Er hat einfach 1 Stunde 10 Minuten. Das ist einfach, Junge, einfach 1,3 Millionen Aufrufe, Alter. Das schmeckt auf jeden Fall anders. Videos waren genau zwei Videos anders. Werbeunfreundlich. Und die beiden habe ich selber so eingestuft. Das heißt, 48 von 50 Videos sind werbefreundlich und bei den anderen beiden habe ich die selber so eingestuft. Ich mache hier also quasi alles richtig. Warum werde ich dann immer wieder von YouTube so hart rangenommen, das ist der dass Funk, dieses... Ja. Trotzdem ist das belastend, ja, weil man trotzdem damit Geld verdienen könnte. Was das Thema angeht, vor allem hat YouTube sogar letztens gepostet, dass solche Meinungsblocks-ähnlichen Videos jetzt öfters grün geschaltet werden. Also bei mir ja, ist es gerade eher das Gegenteil, um ehrlich zu sein. Man hat ja auch nicht mal einen Ansprechpartner oder so. Es gibt zwar Partner... Ich muss sagen, meine letzten beiden Videos, wobei man auch sagen muss, die kannst du gar nicht gelb schalten, aber weder eine Beleidigung noch was sonst irgendwas drin, die waren alle beide grün. Mein vorletztes Video war 10.000 Mal gelb gefühlt. Ja, habe ich wieder 4 oder 5 Mal neu hochgeladen, bis es dann grün geschalten wurde. Und das erst nächsten Tag. Manager, aber ich mit 1,15 Millionen Abonnenten und einem der größten YouTuber in YouTube-Deutschland ist halt noch nicht groß genug, um dieses Privileg zu haben. Ich hatte zwar mal eine, aber dann habe ich meine Partnerschaft verloren, bin da rausgeflogen und jetzt komme ich nicht mehr rein. Also sehr fair. Das heißt, ich kann zwar die manuelle Prüfung beantragen, ja, aber das war's. Ich habe keinen Ansprechpartner, um darüber zu reden, um mal irgendwas darüber zu erfahren, warum diese Videos gelb sind. Also klasse Support. Vielen lieben Dank von eurer Seite. Ich werde auf diesem Kanal halt einfach mega unfair behandelt. Es lohnt sich hier quasi gar nicht, diese Arbeit reinzustecken, ein Skript zu schreiben, das aufzunehmen, das zu schneiden, wenn ich ohne Aufwand auf KuchenTV Uncut quasi mehr verdiene, weil da einfach alles grün ist. Ich verstehe nicht, warum man so ein fehleranfälliges System nicht mal überarbeitet, damit solche Fehler eben nicht mehr passieren oder man die Videos zumindest schnell überprüft. Lando sieht dich auch, Bruder. 48 Stunden und das Video wird hier immer noch überprüft. Es ist ja nicht mal durch. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Ich konnte euch hoffentlich hiermit beweisen, dass YouTube offensichtlich was gegen KuchenTV hat. Ich meine, ich kann auch nichts dagegen tun. Ich kann höchstens den Uploadplan so anpassen, dass ich das vielleicht einen Tag später hochlade. Wenn YouTube es aber bis dahin auch nicht hinkriegt, die Videos zu überprüfen, ja, dann habe ich halt einfach Pech. Ja, ist halt, das ist schade, muss ich ehrlich sagen, ne? Weil man gerade, vorhin hat auch jemand geschrieben, hier Berliner hat geschrieben, das gab es auch schon so, dass ein amerikanischer History-YouTuber aufgehört hat. Der hat aufgehört, weil jedes Video gelb ist, weil der kann ja nichts machen. Ja, das ist richtig, richtig scheiße ist das. Sehr, sehr scheiße. Und nur...